Okay, was machst du da eigentlich die ganze Zeit von der Animation? Das ist mein Tentakel. Und das ist meine Soldaten. Okay. Ich sage einfach, du hast Probleme. Was? Probleme. Okay. Ich muss warten. It's hammer time. Verfügt bereits über volles Leben. Das wollen wir doch mal sehen. Das Skelett hier in der Wand. Hey! Jetzt ist ein Kristall so rüber schaut. Hey, komm mal hier. Okay. So, okay, das ist ein sehr großes Gebiet hier. Sie unterbrochen. No, ich mache euch alle per Entdeckung. Ich bin ja. Ja, da ist sie. Nein, er soll doch gar nicht. So, die ist doch hier, Ninja. Schon wieder abgehauen. Barriere. So, die ist auch hier. Die gehört aber nicht unter die Barriere. Ja. Sehen wir aber nicht darunter. Na, gewone-shottet. Ein Totem, was soll ich denn damit? Oder damit? Was geht ab? Ihr wisst durchaus mit Verantwortung umzugehen, Donald. Ich verstehe, weshalb ihr ins Kostlen das Sagen hattet. War das ein Kompliment? Jemand muss das aufschreiben. Diesen Augenblick festhalten. Es ist ja nicht so, dass es das erste Mal. Da war ja noch das andere Mal. Oh ja. Ich. Die Erde bewegt sich. Macht euch bereit. Aschaba, die Verseuchte. Oh, die Kamera schon wieder voll weit entfernt. Das nenne ich mal einen großen Boss. Ja. Ein bisschen aus wie ein Rancor. Ich glaube, Daniel, du hast noch nie einen Rancor gesehen. Wo alle ballern auf den drauf. Ja, ich baller auch. Ich doch auch voll ballern gerade. Du kannst doch gar nicht ballern. Na ruhig. Doch, tue ich. Ich baller mit meiner Angst. Irgendwie trifft er mich nicht, weil ich die ganze Zeit in der Mitte hier bin.
Dein Angriff trifft mich gar nicht. Ich gebe ihm. Ah, jetzt hat er mich mal getroffen. Ich geh einfach in die Mitte. Er trifft mich, deine langen Arme nicht. Ich muss warten. Mal drauf. Aua. Das war einfach. Ja, das wollte ich nicht. Was hat der Ultimate noch gemacht? Ja, ich bin an den Knopf gekommen hier. Okay, ja, das ist ein Riesenbonus für 2,5. Ist voll dämlich. Quest abgeschlossen. Jenseits der Trostlosigkeit. Wir haben gerade bekommen. Wetter werden voll entfernte Gegner. Entfernte Gegner werden mit. So, boah, ich bin blöd. Entfernte Sinnungen, die sind aus der Ferne. Ich habe mich schon gewundert, wie kann man den Gegner entfernen? Ich brauche mehr Zeit. Hey, was geht? Ich verschnaufe nur eben. Ich sehe den Turm vor uns. Kommt schon. Bist du am Sterben? Das ist Müll. Turm der Qual. Hey, wieder eine Cutscene hier, nehme ich an. Ja. Wieder eine Cutscene schauen, um zu bestätigen, dass die hier ist. Okay. Dann gucken wir mal. Hier stehen Daniel. Ja. Ich nehme an, da ist eine Rückblende. Weil die eine ist ja beinahe gerade gestorben. Ja, der Tod ist ja noch nicht, die sollte ja zurückkehren oder so nach Hause. Ja. Wir haben jetzt den epischen Kampf zwischen den beiden. Kämpft standhaft und treu in seinem heiligen Namen. Ja, das ist ziemlich cool. Ja.
die hätten wir alle besiegt. So viele Erfahrungspunkte. Die hätten wir alle besiegt, Daniel. Ich habe so viele Tentakel. Hier gibt es jetzt Skins von Lilith und dem Engel da. Also ziemlich irgendwie. Alter! Ich dachte ehrlich gesagt, er wird irgendwie so mit so Laserstrahlen oder so kämpfen, anstatt irgendwie so. Irgendwie so Faustkampf oder was auch immer der macht. Ja. Ja, so ein riesiger Überengel. Lilith, der folgt oder was? Die könnte auch einfach gehen, warum wartet die immer auf den? Erkennst du es wieder, Inarius? Es ist eine Falle. Jetzt sind gegen uns auf. Worte werden dich nicht retten. Zeig dich. So kehrt der Krieger zurück. Und mit solcher Überzeugung. Nicht länger die zerrissene Seele, die ich zurückließ. Du hast mich getäuscht. Warum, Inarius? Was ist dein wahres Ziel? Mein rechtmäßiger Platz ist in den Himmeln. Strebst du deshalb danach, alles zu vernichten, was wir erschaffen haben? Sanctuario ist eine Abscheulichkeit! Und unser Sohn? Ich habe das richtig gestellt. Zur Genugtuung der Himmel. Sag mir, haben sie frohlockt? Nein. Sie verschmähen dich. In seiner Herrlichkeit. Seht nun das Werk eures Glaubens. Es ist vollbracht. Das alles endet mit dir. Nein. Wir haben eine Wahl getroffen. Und das werden sie nie vergeben. Egal, wie sehr du dich belügst. Ganz egal, wen du opferst. Ihr Urteil. Ist Schweigen. Aber ich habe es berichtigt. Was
Was verlangt ihr noch von mir? Sag es mir! Bitte! Sag es mir! Die Himmel werden dich nie mehr erhören! Nein! Himmel, beschützt mich! Nein! Dein Platz ist in der Hölle! Okay. Ich glaube, wir müssen doch nicht mehr gegen ihn kämpfen. Aber eine coole Cutscene. Was ist passiert? Lilith. Der Engel ist tot. Marius die Flügel abgerissen, als ob sie mit ihm spielen würde. Sie wollte, dass der Engel leidet, bevor sie ihm ein Ende setzt. Dann lag die Prophezeiung falsch. Das klingt aber nicht sehr nett. Der aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Vielleicht auch nicht. Was? Auch Lilith ist verwundet. Wenn sie verletzt ist, wird es einfacher sein, sie in den Seelenstein zu stellen. Ich habe gesagt, das klingt nicht sehr nett von Lilith, ihm die Flügel auszureißen. Könnte man lieber böse. Voll der Final Battle. Weil der Herr der Ringe Schlacht von Gondor. Ja, irgendwie schon, ne? Schlacht um Mittelerde. Ja. Sie ist bereits fort. Was jetzt? Ich habe eine Idee. Ich bereite das verborgene Auge vor. Das Auge? Was meint ihr? Wir müssen Lilith finden. Dazu müssen wir das Auge vor. Jede Quest ist irgendwie, boah, wir müssen herausfinden, wo die ist. Mal geschah, als das Auge benutzt wurde. Ich weiß, dass es nicht. Habt ihr eine bessere Idee? Irgendwer? Das dachte ich mir. Nicht an, Junge. Boah, Alter. Ehrlich? Ihr seid doch so scheiße. Boah. Wenn er jetzt dadurch stirbt, ne? Stirbt er dadurch, ja. Ja. Da war kein Schaden an die Dinger. Ich so gut wie gar keinen Schaden. Nee, nicht mal Schaden. Lebst du noch, Donan? Na, oh, nee. Ihr blutet. Mir geht es gut. Und du hast nur einen Arm. Aber Lorat hat recht. Das Auge ist der einzige Vorteil, den wir haben. Die einzige Möglichkeit, um Lilith zu finden. Wir dürfen in der Aufnahme ist sowas von beschissen. Der eine bietet seinen Kopf an. Ja, also, was passiert? Ich bin aufgestiegen. Ja. Bevor die Sequenz zu Ende war, war da auf einmal eine Explosion. Na.
Verwendet das verborgene Auge. Mir glaube ich jetzt einen seltenen Knoten holen. Den in der Mitte. Ja, ich habe jetzt zwei seltene Knoten, einen auf der rechten Seite und einen auf der linken Seite. Seltene Knoten? Ja, das sind Gold, die sind golden. Ach, der unten. Ich bin schon irgendwie so in der Mitte bei mir. Schon auf dem Weg nach oben, da ganz oben. Ich auch, ich bin auch schon fast ganz oben. Ich habe hier oben kurz vor ganz oben habe ich noch zwei weitere seltene Knoten. Ich muss ja nur so einen Umweg machen, um die ganzen Intelligenzknoten hier auszuweichen. Also ja. Aber ich habe nicht genug Geschicklichkeit, nein. Oh, ich habe bei mir auf dem Weg noch welche. Die kriege ich bestimmt noch. Nein, da ist ein Intelligenzknoten, den ich sammeln muss, um weiterzukommen. Ich hasse es. Oh, das kommt halt auch untersuchen. Ja, ich stehe alleine davor. Ich kann nicht lesen. Die merkt doch, wenn wir die beobachten, ey. Dreht die sich bestimmt gleich wieder um. Ist das da hinten die Festung von Mephisto? Keine Ahnung, auf der Karte ist irgendwie noch so ein Ding angezeichnet. Oh, Astaroth. Hier seid ihr also endlich. Um euch sicheres Geleit zur Kathedrale des Hasses zu sichern. Das ist Astaroth dann. Ja, ich weiß, ich sehe ihn unter vielen. Sieht schlechter aus als bei unserem letzten Treffen. Ich wäre mir des Sieges nicht so sicher. Erfüllt das Versprechen, das ihr mir gegeben habt. Natürlich, Tochter des Hasses. Mit meiner Gabe werdet ihr euch euren Vater stellen. Am Ende kehren wir alle nach Hause zurück. Töricht von euch, wieder das Auge zu benutzen. Was ist das? Wo bin ich? Gefangen in eurem eigenen Kopf. Ich könnte euch für immer hier lassen. Doch ich biete euch ein anderes Schicksal. Oh Mann. Ihr könntet der größte Beschützer Sanctuarius sein. Die Leute nennen mich einen Helden. Doch nur, wenn ihr es wollt. Weißt du, du nennst dich einen Helden. Hey, hey, du bist auch in meinem Kopf. Und in unserem Kopf sieht es gleich aus, Daniel. Wir haben denselben Verstand. Ich werde euch zeigen, weshalb die Welt euch braucht. Sollen wir jetzt irgendwie ein Ending auswählen oder so? Weiß ich nicht. Ja, wir werden die Welt retten. Nee, wir werden die Welt hier regieren. Seitdem ihr mein Blut getrunken habt, bin ich ein Teil von euch. Das werde ich immer sein. Ich trage eure Hoffnung und Angst in meinem Herzen. Nein. Hör auf, Sachen in meinen Kopf kaputt zu machen. Es ist auch mein Kopf. Ich habe den Menschen den freien Willen geschenkt. Aber sie sind verloren. Ohne einen Hirten, der sie führt. Sie strömen zu diesen Theatern, die sich als Tempel ausgeben. In denen falsche Erlöser ihnen Märchen vom Guten
unserem Bösen erzählen. Schändlich. Dieser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ja, wir töten halt sehr gerne. Die Welt durch die Augen eines Ja, Namen. Aber ihr wisst, dass alles eine Illusion ist. Wie soll ich sagen, wir bilden uns halt hier alles ein. Die Horadrim kennen die Wahrheit. Ja. Doch sie sind nur Hüter des Wissens. Sie können nicht tun, was ihr tut. Die töten, das können wir sehr gut. Ich brauche Zeit, um das zu tun. No, ich sammle Geld in deinem Kopf, Daniel. Nein. Hör weg aus meins. Willst du denn das sehen, auf der Hinterzeit? Guck mal, da ist der Engel, der jetzt tot ist. Ja, man ist jetzt ein gefallener Engel. Na fein, wer ist das nochmal? Es ist so dunkel. Ich habe Buße getan. Glaubt ihr, es war zu spät? Naja, du bist in meinem Kopf, also ja. Ach, der Typ in der Rüstung, genau. Ja, ja, genau. In dem Mecha-Anzug. So viele Freunde, die auf unseren Abenteuern begegnet sind. Finde ich echt nett, dass Lilo uns die uns normale vorzeigt hier. Ja, Daniel kann sich an keinen von denen erinnern, Herr Vor. Rat mal. Hm. Mein Sohn war sogar weiser als die Horadrim. Doch es lag auch nicht in seiner Natur, ein Hirte zu sein. Seine Prophezeiung war eine Wahrheit. Anstatt sie zu nutzen, um Sanctuario zu vereinen, ließ er sie Chaos. So, ich bin hingefallen. Inarius, Elias, Lorat. Sie wollten so sehr ihre eigene Deutung in der Prophezeiung sehen, dass sie blind für die simple Wahrheit waren. Wir sind Gefangene des ewigen Konflikts. Schachfiguren von Engeln und Dämonen. Das wird immer ein Teil von uns sein. Wir müssen ums Überleben kämpfen. Okay. Gebenedeite Mutter. Erlöse uns. Hi, Elias. Elias dachte, ich würde Sanctuario retten. Doch er irrte sich. Ein Mensch muss die Herde der Menschen führen. Und zwar ihr. Ich errette niemanden. Ein wahrer Held denkt nur dein Charakter sagt. Doch blickt auf euer Leben. Ihr gebt den Menschen Hoffnung. Die Leute, die ich getötet habe, die hatten keine Hoffnung. Euer einziger Fehler war es, euren Zorn auf mich zu lenken.
anstatt auf den wahren Feind. Wer ist der Feind? Alle anderen. Ja, das jeder. Keiner würde mir so denken, Rassisten. Alter. Zerstörung, oh. Schrecken wird es immer geben. Wir werden sie immer bekämpfen müssen. Doch wir können den ewigen Konflikt zu unseren Gunsten wenden. Hier fängt es an. Mit Mephistos Vernichtung. Und ihr führt die kommenden Schlachten an. Nehmt einfach meine Hand. Kämpft für Sanctuario. Ich bleibe im Schatten. Ich werde nie eure Hand nehmen. Dann ist das die Zukunft, die euch erwartet. Na, oh Mann. Ich glaube, wir bekommen jetzt irgendwie so eine Auswahlmöglichkeit. Ja, das glaube ich weniger. Ich werde euch hier für immer gefesselt halten. So, du musst uns nicht wortwörtlich hier fesseln. Ja, wollte ich gerade sagen, ihr macht das wortwörtlich, ne? Oh, ein feuriges Portal. Nehmt das Tor. Es ist euer einziger Ausweg. Okay. Die Höhle in den Bergen. Dort hat Mephisto mich gefunden. Ups. Und der Lagerfeuer kaputt gemacht. Jetzt sag ich ans Lagerfeuer, letzter Lagerfeuer liegen. Wuff. Fürchtet euch nicht. Ich werde euch aus dieser Falle befreien. Warum helft ihr mir wieder und wieder? Seht euch um. Ich rettete euch in dieser düsteren kleinen Höhle, weil ich spürte, dass ihr Lilith ein Ende bereiten könnt. Und das ist mein einziger Wunsch. Seid gewiss, die Zeit wird kommen, in der wir Feinde sind. Doch ob es euch gefällt oder nicht, derzeit brauchen wir einander, um sie zu besiegen. Sieh mich an. Vor euch liegt ein harter Weg. Mein Segen wird euch leiten. Schreitet furchtlos voran. Okay. Okay. Wow. Wusste ich doch, dass dieser alte Wolf hier herumschleicht. Oh. Ihr wollt Mephisto folgen. Doch nicht mir. Seid ihr so töricht? Ich diene keinem von euch. Was hat mein Vater euch versprochen? Wir hatten nicht wirklich eine Wahl gerade, also. Antwortet mir. Er hat uns gesagt, schaut mich an. Und dann haben wir ihn angeschaut. Welcher Name ist das Geschenk der Mutter? Scannbar. Voll. Weil es Posse aber schon besiegt haben. Ihr
sind zwei auf einmal. Das ist der komische Menschenfresser gewesen, Daniel, der sich immer aus der Cutscene verschwunden ist. Ja, ja. Den hab ich erledigt. Oh. Hey, Problem. Ich bin jetzt der Barbarenkönig. Getränke hier liegen, ey. Elias, als Haus, wie geht's? So viele Freunde, die wir auf unseren Abenteuer getroffen haben. Wir sind viel schwächer als wir. Fangen wir mal an. Ich will auch mal ja sagen. Das ist meine Story, jetzt kann ich nur ich rede. Ich muss warten. Ich bin auch hier. Ich komme jetzt vorbei. Ja, ich bin auch gleich. Daniel, auf die Stiegen. Schnell stärker reinballern. Ah, nee, hab ich nicht. Während du da irgendwas reinballerst, ballert es auf dich drauf. Wahrscheinlich. Ja. Aua. So, mein Knotenpunkt erholen. Wir brauchen jetzt so schießen, Mann. Sind sie raus? Ich will raus aus meinem Kopf. Mein Kopf ist gruselig. Ja, guck mal, der erste Final, da stand gerade der erste Final Dungeon. Mal, da stand gerade was. Bleib bitte. Ja, ja. Okay, wo sind die anderen zwei Pisser? Oh. Oh, Donan stirbt wahrscheinlich.
passiert. Nicht einmal daran, mich hier zu begraben. Lorf hatte Hunger. Ich bin verdammt nochmal zu alt, um euren Körper aus der Hölle zu schleifen. Bewegt eure Hand und lasst mich sehen. Ich folge euren Befehlen seit Jahren nicht, Lorat. Wieso sollte ich jetzt anfangen? Ihr hättet statt zur Kathedrale zu mir kommen sollen. Ich wäre für euch da gewesen. Hätte eure Bürde geteilt. Ich weiß. Und vielleicht wäre es mit Skosklen anders gelaufen. Und mit Jorin. Ja, erstmal ein Nutella-Biscuit. War es genug? War es für ihn genug? Ja. Mehr als genug. Oh nein, wir werden ihn vermissen. Jedenfalls, ich habe Hunger. Es tut mir leid, Donner. Er muss das Ding ja auch unbedingt anfassen, ne? Was habt ihr vom Auge erfahren? Lilith hat versucht, mich zu fangen. Davor hat sie ein weites Flammenmeer überquert. Dahinter liegt das Reich ihres Vaters. Wir kommen zu spät. Wir können jetzt nicht aufgeben. Wir haben den Stein. Was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Ich glaubte immer, wenn ich sterbe, seid ihr derjenige, der es beendet. Ihr hattet immer die ruhige Hand, nicht ich. Hört auf euer Bauchgefühl. Es hat uns bis hierher gebracht. Sagt die Hühnerkeule. Was sagt dein Bauch, Daniel? Hüftsteak. Sag Hüftsteak. Hüftsteak. Oh. Na, ja, tun wir die noch mal kurz aufheitern. Ich schreie. Oh. Ja, was geht? Gegeben. Seine Heimat, seinen Sohn und wofür? Ihr seid zurückgekehrt. Gut. Was meint er damit? Diese Bestie half mir, Lilith zu entkommen. Moment. Ich habe über solch einen Wolf gelesen. Nein. Mephisto. Ihr habt einem großen Übel vertraut? Vertrauen hatte nichts damit zu tun. Euer Freund kam zur Vernunft. Irgendwie haben wir gar nichts hier zugestimmt. Und du solltest das auch. Wenn Lilith meiner Essenz erlangt, ist Sanctuario verloren. Dann kam einfach zu uns und hat gesagt, sieh mir in die Augen, sieh mir in die Augen, schau nicht daran vorbei, sieh mir in die Augen, in die Augen. Keine Pläne. Ich biete nur meine Hilfe. Dies führt zur Kathedrale des Sasses. Doch ihr müsst euch beeilen. Lilith ist schon fast dort. So, meine Frage ist jetzt, wenn wir da durchgehen, kommen wir dann schon direkt zum finalen Kampf. Und wir spielen jetzt ja schon eine ganze Weile, nämlich. Ja. Ich guck gerade.
Ja, gehen wir mal durch und gucken, was passiert, ne? Oder? Ja, ich wüsste auch gar nicht, wie wir hier noch mal hinkommen würden. Ihr seid vor Lilith angekommen, aber sie ist nahe. Was jetzt? Wir können einen Hinterhalt legen. Ich lenke sie ab. Ich stelle ein paar Bären fallen auf. Stein ein. Yeah. Ein weiser Plan. Und ihr könnt den Stein bei mir lassen. Ich sorge dafür. Ist die Kamera so weit weg? Eure Welt nie wieder bedroht. Ihr kehrt nach Hause zurück. Ich bleibe in der Hölle. Alles wie es sein soll. Mephisto hat euch zu diesem Moment geführt. Wir sind in seinem Reich. Sollen wir wirklich tun, was er will? Ich will wirklich die Wahl, ne? Ja. Ihr wollt den Stein bei ihm verwenden? Denkt scharf nach. Wenn ihr diesen Weg einschlagt, scheitern wir alle. Kann ich aufhalten. Wir haben nur einen Stein. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie ein Altar ist oder so, Daniel. Nee. Na, ja, kann ja mal gucken. Oh Mann. Wo ist er denn hier? Nämlich Angst. Es könnte funktionieren. Wir fangen Mephisto im Stein ein und kehren zu Lora zurück. Dann versiegeln wir die Tore der Hölle hinter uns und... Ich nehme mal kurz meinen Helm ab. Sie wird euch fangen, ehe ihr entkommen könnt. Und wenn ich dann im Stein gefangen bin, wird sie sich meine Macht aneignen. Lasst euren Hass auf mich nicht die Vernunft übertönen. Zu Mephisto kann ich nicht trauen, aber euch kann ich vertrauen. Tut, was ihr für richtig haltet. Euer Leben und das der gesamten Menschheit hängt von euren nächsten Taten ab. Wählt weise. Beten wir, dass es funktioniert hat. Kommt nun. Lilith wird uns jagen. Ich muss es beenden. Ich werde Lorat finden. Wieder Ordnung schaffen. Wir warten bei der Kapelle auf euch. Ich will euch nicht zum letzten Mal gesehen haben. Verstanden? Und wir kommen jetzt heraus. Oh Mann. Oh Gott, Daniel. Ja. Ihr werdet
Schmerzen erleiden, die ihr nur erahnen könnt. Oh Gott. Okay. Wird schon klappen. Oh, mein Schild hat dich aktiviert. Zu weit weg. Was? Ja, war ja klar. Oh, die sind ja einfach schnell weg. Ja, das kann man. Sich von diesen Stacheln treffen, die da schießt, Daniel. Die verlangsamen einen. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Los. Auf sie rauf. Okay, die waren nicht lange betäubt. Ja, alles zusammengezogen. Ja. Alle sind weg. Nein, bleib gefällt dir. Wie ist ausgewichen? Ich muss mal. Ja. Tut so ein Tic-Tac-Toe-Feld hier auf bei uns. Ja, ich hau dich. Ich hau dich. Ich hau dich. Ich hau dich. Kreis in die Mitte. Ah. Ist das alles, was du drauf hast? Ich bin noch nicht bereit. Kann's gewesen sein, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Ich geh da weg. Hallo? Ah, ja, kommt noch was. Hallo, oh, ja. Was sind die Dinger hier? Aber was ist denn da hinten? Weiß ich nicht. Was hat gesehen? Ich geh da nicht hin. Autsch, das hat wehgetan. Ah. Diese Dinger kann man nicht kaputt machen. Ja. Ja, oh nein, der Arena kaputt gemacht. Echt kleiner Wirbelwind. Stich dich. Oh. Oh. Ich will die Tränke zurückbekommen. Auf sie, Leute, auf sie! Ich bin noch nicht bereit. Und wieder weg, ey. Aber ich würde da weggehen. Das sieht nicht sicher aus. Ja. Wäre aber cool gewesen, wenn ich jetzt in den Abstand gestürzt wäre. Ja. Also die hat noch eine dritte Form? Weiß er nicht.
This isn't even my final form. Oh god, oh god. Ich hätte auch irgendwie eine andere Musik irgendwie erwartet in diesem Kampf. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ihr seid nicht episch genug, Daniel. Nee. Da will ein fucking Orchester wieder, Daniel. Ja, ah, natürlich. Oh Gott. Runter, 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 runter. Daniel, Daniel, weg, ja. Jetzt Arena aber klein genug. Brauchst du jemand drauf? Ah. Oh Gott! Oh, warte ich. Ich bin tot. Ich stöße da aus. Aber. Ja, klapp ich dir! Oh! Ich hab irgendwas freigeschaltet. Wollte nicht. Ich hab noch den Sound gehört. Wenn du irgendeinen Erfolg hast oder so. Ja. Haben wir es auch geschafft? Weiß ich nicht. Ja, wir müssen nochmal zur Kathedrale zurück. Das ist noch eine Kathedrale. Ja. Kapelle. Jetzt sind wir der König des Hasses. Sanctuario. Wahrheitsflucht. Aus dem ewigen Konflikt gedacht. Und doch sind wir erneut mittendrin. Ja. Ich habe euch freien Willen gegeben. Und ihr habt ihn vergeudet an einem Kreuzzug, den ihr nicht versteht. Ihr habt Tyrannei gewählt. Als ich Frieden anbot. Ein schwaches Vermächtnis für meine Gabe. Ohne mich hättet ihr keinen Sieg errungen. Und er dürfte mehr kosten, als ihr bereit seid zu gehen. Lebt ihn nur noch in unserem Kopf weiter, weil unser bei ihr Blut tief in. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben die Welt. Alter, da ist jetzt geploppt, ey. Ey, der Ring, der leuchtet irgendwie besonders legendär. Ja. Oder irgendwie Liliths Ring oder so. Schmetternder Kreis, oder nicht? Alter. Umarmung der Mutter, was ist denn das für? Ist das weiß? Umarmung der Mutter? Ja. Einzigartiger Ring. Einzigartiger Ring? Wo? Oh. Ich hab einen Ring bekommen, ja. Ja, die heißt Umarmung der Mutter. Mein Ring schmetternder Kreis. Auch hier. Oder? Umarmung der Mutter. Da steht einzigartiger Ring. Na, vielleicht ist er besser, ne? Ja, aber die Fähigkeit ist jetzt nicht so. Eine Fernsicht kann mindestens 4 Gegner trifft, werden 40% der Ressourcenkosten zurückerstattet. Kann man immer machen. Jetzt
das hier ziemlich beeindruckend. Das hier, den Aspekt, erhält 7 Sekunden lang um 24% erhöhten Schaden für gewisse Effektwechsel zwischen zwei Kategorien: Feuer, Blitz und physisch. Kälte, Gift und Schatten. Gehen wir erstmal raus hier. Wir wissen, wie es weitergeht. Das ist die Axt hier. Das Schwert. Also war es das jetzt schon? Ich will jetzt nicht sagen, dass das unspektakulär war, aber... Ja, war relativ einfach hier gerade. Guck mal, wie es weitergeht. So. Und er noch am Leben. Es ist geschafft. Lilith ist fort. Ist sie im Stein gefangen? Nein, aber Mephisto. Er hat uns geholfen, die Kathedrale des Hasses vor Lilith zu erreichen. Natürlich. Er war von Anfang an involviert, nicht wahr? Wir mussten das Risiko eingehen. Nein, ich verstehe. Wo ist der Stein? Nerell, sie ist nicht zu euch zurückgekehrt. Oh Mann. Nein. Sie muss bereits zur Wüstenkapelle gegangen sein. Da habe ich irgendwie sowieso nicht verstanden, warum hat die jetzt den Stein genommen, um den ich da einzufangen? Muss mitnehmen und das Tor zur Hölle hinter uns versiegeln. Ich halte euch nur auf. Ihr schafft das nicht alleine, mein Freund. Wir kamen zusammen her. Wir verschwinden auch wieder zusammen. Ja, wenn es gehen kann, lass mal nach Kyoberstadt in die Stufe, wenn es geht. Wir mal schauen. Die Schöpfer Sanctuarius. Ich glaube noch nicht, dass das hier vorbei ist, dann. Vater und Mutter sind tot. Sie haben uns nach ihrem Abbild geschaffen. Ihr Konflikt ist ein Teil von uns. Das wird er immer sein. Aber ist an Liliths Vision etwas Wahres dran? Diese verrückte Idee, dass wir dem ewigen Konflikt entkommen können? Oder ergeht es uns wie allen Kindern, die gegen ihre Eltern rebellieren? Am Ende werden wir selbst... Ich weiß es immer noch nicht, dass der Typ gestorben ist, weil er ja so ein Ding angefasst hat. Für einen alten Mann. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Der Ralle Mist, den wir ja durchgestanden haben. Das ist nicht mehr mein Kampf. Ich kann nichts weiter tun, als den Wanderer und Nerell vor Ratmas Schicksal. Ziemlicher Anfängerfehler. Und alle anderen, die beim Versuch gescheitert sind, unsere fehlerhafte Natur zu überwinden. Sobald wir mit Nerell zurückgekehrt sind, finden wir einen Weg. Überhaupt nichts anfassen. Wir müssen. Ja. Vor allem nicht an einen Ort, der als Hölle bezeichnet wird. Hey, wir haben es geschafft. Ja, ich weiß. Oh. Mitten in der Wüste. So. Genau, wir haben Akt 6 abgeschlossen. Jetzt sind wir im Epilog. Ruh dich aus, Kleine, solange du kannst. Wir ziehen bald weiter. Machen wir noch weiter. Wenn schon dann ganz sie zu Ende. Fort. Warum hat sie nicht auf uns gewartet? Ach, in dieser Kapelle war sie am Warten. Das kann ich hier nicht tun. Vielleicht ist sie zum Gewölbe gegangen. Ich habe jetzt hier, da kam gerade eine Riesenfledermaus. Ja. Ja, so muss es sein. Jorin, Daunen, wir haben so viele an den Hass verloren. Wir können nicht auch noch... Nein, wir haben einen an Dummheit verloren. Kommt schon. Das hatte damit nichts zu tun. Glaub mir, ich bin Barbar. Ich weiß, was ich rede. Oh. Wird das denn nie enden? Leuchtet. Was wollten ihr schon? Josef, was wollt ihr? Paus Maul. Geh zur Seite. Ich bin wegen des Horadrim hier. Kann das nicht warten? Ich muss einen Freund begraben.
Wir heben sein Grab für euch aus. Das ist nett. Aber wer hebt eures aus? Aber doch. Ich dachte, ihr habt noch eine Chance gegen uns. Mal ganz ehrlich. Ja, er wurde irgendwas fallen gelassen, was einen Namen hat. Bravas Ela, Erlas. Haben ihre dunkle Magie angewandt, um ein großes Übel in die Welt zu tragen. Übergebt dem Vater ihre sündigen Seelen und holt den Seelenstein zurück. Okay, da ist die eine Olle, die gestorben ist. Er hat überlebt. Josef. Er rettete mich in Nevesk. Sie waren nicht unsere Feinde. Bin ich gerade getötet. Ja. Das war ein Narren. Ich habe keine Zeit dafür. Ich gehe nach Skarsland. Donan verdient es, mit seinem Sohn begraben zu werden. Ich dachte, die Toten verdienen nichts, wenn die Lebenden in Gefahr sind. Wir sind in Gefahr. Weise Worte. Aber ich... Ich muss mein Versprechen halten. Deswegen müsst ihr vor mir gen Norden reiten. Wenn die Kathedrale sie noch nicht hat, könnte Nerell zum Gewölbe unterwegs sein. Findet sie und trefft mich dann in Donans Anwesen. Okay. Weiß ich nicht. Falls wir es schon machen können. Ja, in die Kathedrale sind wir fertig. Ich glaube, wir müssen das Spiel durchspielen. Na, da steht nur der Final Dungeon. Ich guck mal. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ach, du musst hier sein. Ja, ich weiß, Daniel. Ja, so eine Partnerschaft nervt, ich weiß. Seht. Wieso soll ich dich schon reden? Du bist auch noch da hinten. Seht. So. Na, geht noch nicht. Wird freischalten, indem ihr die Kampagne und im finalen Dungeon Kathedrale des Lichts in Kyovasha abschließt. Weltstufe 2 Ritterbar. Kathedrale des Lichts. Dann weiß ich auch nicht. Müssen wir noch das Epilog hier durchspielen, nehme ich an. Ja, da können wir nicht rein. Das ist ja hier die Kathedrale des Lichts. Na, aber da ist nichts auf der Karte. Ja, ich weiß. Ich brauche Zeit, um das. Oh, da scheint gerade. Was? Da scheint gerade Weltboss erscheinen und zwar in Zava. Ja. Aber nichts hier mit zu tun, glaube ich. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Bis nichts. Alles klar. Ja, machen wir beim nächsten Mal, oder? Ich brauche Zeit, um das zu tun. Wir haben jetzt schon lange genug. Ja.